Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit wachsende Digitalkäfer gegen. FK-Kavallerie-Einsatz. So, vielleicht ist das ein Intel. faireres Match, Käfer gegen Käfer. Das ist wahrscheinlich hier diese Generation Seekäfer, alle im Internet. Bei denen ihren Ameisenbau weiß wahrscheinlich 20% von denen nicht einmal, wie man hier ordentlich Sachen transportiert oder eine Straße baut. Schlimm ist das. Diese Verdummung durchs Netz. Oh man. Aber ich arbeite mit Link-Monstern. Demnach kann dein Sakra-Lüfter die nicht im Verteidigungsmodus oder sonst irgendwie drehen. Set one pass. Ja, so läuft es. Ist das zufällig einer von denen, die irgendwas mit Maschinenmonstern und auch nur Maschinenmonster machen? Hm, Wer dein weiß. Schweigen spricht Bände. Das Problem ist, ich kann auch nicht viel machen. Außer. Nee, ich kann nichts machen, außer das hier. Dies! Ja. Angriffsrolle! Ah, ne? Der Tausendfüßler. Teenager. Ja, Alles, was du Tausendfüßler. brauchst, ist einfach eine große Kugel, die du einfach irgendwo reinschiebst. Und dann sind alle deine Probleme gelöst. Nee, das ist weird. Kommt wieder das Resonanzinsekt. Es resoniert erstmal. Noch hier so richtig schön mit alten Telegram-Daten. So, nun. Normal beschwören wir noch ein Resonanzinsekt. Down. Okay. Karten, die du da hattest, zu viel willst. Natürlich ihn, wer denn sonst? Alles Ah Klärchen. ja, der Neptun. Den Effekt von Resonanzinsekt aktivieren. Ja. Ja, Den Effekt gleich. von Resonanzinsekt aktivieren. Gleich Ja. zweimal. Kriegen wir einmal das hier. Und einmal den hier. Cookie Pole aktiviert sich. Wollen wir den Boy spezial beschwören, den Boy. Wir zerstören keine Karte. Dann aktivieren wir erstmal das Boy.
Autsch. Ja, das sind die Kosten für eine Wiederbelebung. Ja, man wird leben. Und dann, ne? Da geh ich mal direkt in den rein. Was soll der Geiz? Ach, Mist, nicht den, nein, ich verdrückt. Den will ich. Zack. 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 Der Atlas. Bieten wir die Assel als Tribut an, um ihm Schütze beschwören. Die Planierraupe. Und der Neptun und noch der da. Wie overkill soll es denn sein? Ja. Ja, fügt mir was hinzu. Komm, was soll der Geiz? Ist noch eine Fusionsbeschwörung? Ich sag mal nein. Nein! Es ist die Planierraube des Untergangs. Ja, da wurde planiert. Ihn furchtbaren Effekt hat. Dass der Gegner einfach eine Karte millen kann, wenn die angreift, ist furchtbar. Okay. Dann setzen wir ein Monster verdeckt. Ja, die gibt's doch nicht. Wir haben erstmal ein törichtes Begräbnis. Ja. Oh nee, die. Die Goki-Polen gehen an die anderen Polen, wenn dann erstmal bohren. Noch einer. Ja. Alles genau überlegt. Um ihren Effekt zu aktivieren, werfe ich einfach mal den dritten ab. Was ich gerade so überlege, was ich mal machen könnte, ich kann jetzt zwar alle wieder zurückmischen, was ziehen, aber das will ich jetzt mal nicht machen. Ich möchte mal ein Monster beschwören, was ich glaube ich noch nie aus diesem Deck beschworen habe. Ich meine zumindest nicht, dass es mal dazu gekommen ist. Den zu holen. Und zwar den Typen hier.
Super gepanzerter Roboter bewaffneter Schwarzes See. Tada! Okay, was kann der eigentlich? Dafür war alle so ausgerüstet jetzt. Ja. Yeah. Drei Insektenmonster mit demselben Namen von deinem Friedhof. Du kannst sie wählen, kannst eine beliebige Zahl wählen. Beschwöre die Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand, rüste sie damit aus. Du kannst ein Monster mit dieser Karte direkt ausgerüstet ist, auf dem Friedhof legen. Zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, deren Aktgröße oder gleich der Akt des. Ja, gut, ne? Also. Der ist echt nicht gut. Also, man kann damit theoretisch das Feld des Gegners clearen, aber ansonsten. Schon Besseres gesehen. Ja, nee. Gehen wir mal ran. Nein, meine Maschinen! Mann. Er heißt zwar super gepanzerter Roboter, bewaffneter Schwarzeisensee, aber er ist kein Roboter. Warum hat er dann Roboter einen Namen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Er ist halt doch zu viel Käfer. Ich meine, er sieht cool aus, ne? Und er scheint ja sehr motiviert zu sein, so wie er da posiert. Aber ja, ich wurde das erste Mal beschworen. Von 50 Duellen. Was macht der? Der Netzlöder. Es wird ja gelötet. Er lötet ja einfach Netze. Was ist denn das? Jetzt wird ja das Überladungsnetzwerk gebildet für den Sakralüfter. Ja, mach doch neu, wenn du dich traust. So, greifen wir den mal an. Nein, Rüdiger! Minus 4, das gibt's doch nicht. Wank up. So Kernkohlweiß. Wie bitte? Wank up? Okay. Und dann noch ein Wank up. Kommt er wieder in deinen Friedhof. Zu unserem Nashorn-Bus. Deren Bus, deren Nashorn-Bus. Oh, der hat 100 ADK mehr als ich. Was mache ich jetzt? Aber das zerstörst du jetzt nichts von mir, oder? Das ist eigentlich. Okay, machen wir den mal zum ganz, ganz großen Käfer. Der hat eine Waffe. Sogar zwei. Dual Wielding.
4000. Ja, das ist schon recht viel. Kann man jetzt nicht sagen, dass das wenig ist. Nein, also das ist schon viel, ja. Ja. Jetzt holt er natürlich wieder seine Freunde. Ja, ne. Muss. Auch beim Nashornbus. Ah, der kommt auch noch gleich mit. Also ich gebe jetzt nicht den Sakral Lüfter wieder. Schnell, hol mir was. Ja gut, ich kann da immer noch was suchen. Die Sache ist, ich kann mit dem Effekt ja deine Lingmaster nicht zerstören, weil es ja immer was ja von Def ausgeht. Ach so. Das musst du mit dem höchsten Def. Ja, das ist, würde ich mal sagen, dumm gelaufen, ne? Ja. Dann hole ich mir auf die Hand. Und der Negate-Effekt, der muss natürlich das Monster umdrehen. Das geht aber Lingmaster auch nicht. Ja, ja. Dann nicht, ne. Für dich müssen sie verdeckt sein, oder? Naja, aber ein Verteidiger. Ja. Minimotte. Ja. Und da kommt wieder das Resonanzinsekt. Das resigniert, resoniert. Dinder und Beamsche. Wieder die. Mhm. Oh nein! Da hat der kleine Käfer den großen Käfer kaputt gemacht. So sieht's aus. So, jetzt zeige ich dir mal, was Laserkanonen sind. Das sind Laserkanonen. Ah, boom! Joa.
Okay, damit kann man ja an sich arbeiten. Warte mal, was genau? Ha, eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass dann. Ja. Okay. Netzlöder. Okay, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Später erstmal Netzlüfter, alles Dann klar. Mikrokondenser. Dann Sakralüfter. Dann Materialerneuerung. Okay, das ist ein. Gibt es ein Rank-Up zum Kernkohlweiß? Und dann gibt es noch ein Rank-Up zum Nashornbus. So, dann setzen wir zwei Karten verdeckt und Endphase. Endphase, okay. Ja gut, dann hast du damit. Kann der nur ein Monster zerstören oder zerstört der alle? Er macht Durchgabe und Kampfschaden. Ja, das macht Sinn, dass es das kann. Ergibt Sinn. Zerstöre das oder die offene Monster mit der höchsten. Achso, mit den höchsten Death. Darum geht's immer. Also er kann mehr zerstören, wenn sie denselben Wert haben. Ja. Was bei mir recht üblich ist, aber erstmal. Okay, dann aktiviere ich die Karte gleich. Käfernotfall. Alles klar. Dann normal beschwöre ich halt etwas. Das kann er nämlich auch. Ja, gut. One for one. Jetzt kriegst du natürlich noch deinen Search. Das kriege ich, das haben sie gut beobachtet. Ja, du kannst zwei verbannen, das heißt, den kriegst du noch beschworen. Weil das Resonanzinsekt verbannt wurde. Da kommt Oh, natürlich kannst. der Effekt wieder und dann kommt das und dann kannst du wieder eine Karte von mir zerstören. Nee, geht nicht. Die haben nicht genug ATK. Ah, was so. Aber ich werde das trotzdem machen, weil ich dann quasi noch ein Monster auf dem Feld habe, noch ein Buddy. Oder? Ne, ich nehme stattdessen nämlich den hier. Den kann ich auch holen. Geht fort mit den Löter. Am Löten. Und jetzt wird er wegkokondensiert. Er neutralisiert. So. Okay.
da kommt die Lingmonster. Das wollte ich ja eigentlich verhindern. Ich kann mir vorstellen, warum. So, C sucht mir nämlich auch was. Ja, also, so schaut's aus. Eigentlich so in sich zusammengeschlossen ist das Deck verdammt stark, aber weil es Insekten sind und Insekten halt nie gut waren, ist das alles legal. Ja. So. Die schwächeren Typen können mehr Broken Support Karten haben, eben auf Snake Main. Ja, vor allem halt Pyromonster, ne? Die sind ja nicht stark in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist es völlig okay, denen jetzt eine auf drei völlig legal Suchkarte zu geben, denen einfach irgendeine Pyromonster aus dem Deck holt. Völlig okay. Völlig okay. Die ganzen Feuermonster, die in der Meta sind, die sind keine Pyro, oder wie? Die sind nur Attributfeuer. Snake Eye ist pures Pyro. Ah, was, ne? Die unermüdlichen Boxer haben auch ein paar Pyro-Monster. Aber die spielt keiner. Wie viele Search wollen sie haben? Ja. Warte, welcher Effekt ist das gerade? Jetzt habe ich den Überblick verloren. Welchen Effekt aktiviere ich gerade? War es so richtig? Ich glaube nicht. Nein, so war es nicht richtig. Ah ja, eine Resonanz ist ja, glaube ich, die Hand. Auf jeden Fall. Ja, ist kein Problem, ist kein Problem. Aber nicht gerne auf der Hand. Nee, das war eigentlich dumm. Aber na gut, dann nehmen wir den. Den kann ich auch im Friedhof gut gebrauchen. Ach, jetzt aktiviert sich das Cookie Bowl. Ja, stimmt. Zack. So. Etof ist oder verbannt ist. Ui, ja, kann ich auch so machen, ja. Kein Problem. Resonanzinsekt auch im Friedhof. Obwohl der zählt so nicht, weil er ja vom Feld nee. Muss. Ja, so zählt er nicht. Ein minor Missplay. Aber nicht weiter schlimm. 4000. 3000. Und 1000. Die schöne Minimotte da spenden. In Ford Versicherungsvertreter. Sehen Sie die Hörner an meinen Käfern? Wir haben gutes WLAN hier. Wir brauchen sie nicht. Wir werden nicht vergessen und ciao. Ja.